Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal, der Eurotruck Simulator 2. In der Version 1.31 haben wir heute einen auch wieder altbekannten Scania 143M in der Version 5.0 150 MB groß. Natürlich angepasst auf die 1.31. Und ich habe ja einen Trailer drinnen, der wahrscheinlich das nicht richtig annimmt, die Kabelchen. Aber vielleicht liegt es am LKW. Schreibt es in die Kommentare, diejenigen, die das ausprobiert haben. So, gut, hier haben wir den LKW. Wir haben die Hupe gehört. Wir werden jetzt nochmal zum LKW-Händler gehen und schauen, was wir alles ändern können. Hier ist er. Gut, alles klar, LKW ändern. Hier zum Anfang hat man natürlich die kleine Standardversion, den 113M. Aber wir können sogar die Scheibenwischer in Chrom machen. Das ist das Einzige, was sich hier ändert. Dann haben wir hier Chrom und einen Haltegriff zum besseren Einsteigen. Und hier ist der Windschott so gesagt ab. Magie. Gut, alles klar. Gut, hier haben wir den LKW. Lassen wir es einfach mal so. Und jetzt schauen wir mal an. Ich drehe den mal ein bisschen um. Die Fahrwerke hier schön mit zum Kasten. Ja, ich denke mal, hier sind sonstige Wartungssachen, 5-Minuten-Terrinen etc. drin. Und der Tank. Dann will er uns den LKW höher legen fürs Gelände. Dann will er uns den wieder tiefer legen. Schauen wir mal hier rum. Hier ist nochmal ein größerer Tank auf der Seite für weitere Touren. Und ja, hier sogar ein bisschen beschriftet. Und das war, glaube ich, ein bisschen tiefer. Und hier sieht man die Edelversion. Ne? Merkt man schon, die edle Version. Auch hier hinten mit den Leitungen. Aber das ist nicht alles. Wir können auch... Zack. Und... Ja, mit Liftachse. Gut, wir nehmen auch mal diese Version, weil sie einfach edler ist. Und schauen mal, was wir noch machen können. Wichtig ist natürlich, dass sich das hier vorne ändert. Und... Ja... Ändert sich. Ja. Bis auf 500 PS können wir nehmen. Hier könnt ihr entscheiden, was ihr haben wollt. Ich lasse es einfach mal so. Auch ein paar Getriebearten haben wir hier zum Start. Hier für alle, die selber irgendwie schalten. Also am Lenkrad noch so einen Schalter haben. Sechsganggetriebe. Ja, vielleicht macht das der Maximus auch irgendwann. So, dann das Innenraum, Interieur, können wir auf so ein Premium machen oder ein bisschen heller oder mit diesem Oldschool-Lenkrad. Macht sich natürlich bei den neuen LKWs nicht so gut, gerade weil hier diese Speiche ist und den Bordcomputer alles versperrt, aber so läuft es schon. Was sind das für richtige Nippelchen hier? Hä? Schreibt rein. So, bei Lackierung müsst ihr halt mal schauen. Hier gibt es schon eine vorgefertigte, die haben wir schon tausendmal gesehen. Nicht nur bei mir auf dem Kanal, sondern auch auf anderen Kanälen. Und dann werden wir mal gewisse Sachen ändern. Bei den Reifen brauchen wir jetzt nicht großartig was machen. Wer das alles doch gecleant haben möchte, der kann natürlich auch hier noch so einen Schutz machen. Ne? Da ihr seht, hier kommt noch ein V8. Auch hier hinten gibt es Möglichkeiten, diesen Schutz hier ran zu machen. Könnt ihr mal überlegen, was ihr hier haben wollt. Natürlich werden wir sowas machen. Ja, haben wir hier alles? Genau, hier haben wir erstmal alles. Werden wir uns mal hier von der Mitte so langsam hocharbeiten. Und dann seht ihr schon, gibt es unterschiedliche Versionen. Könnt ihr mal schnell wegmachen. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Ja, wo Scania mal umrandet ist, mal wieder nicht umrandet und. Also eine ganze Menge Möglichkeiten. Dann können wir hier in der Mitte, können wir hier irgendwelche Schildchen ranmachen. Da würde ich hier das hier nehmen. Ne? Ja, super, super. Das passt schon. Oder halt noch ein bisschen Licht. Wir schauen mal, haben wir hier auch dieses Blitzlicht? Nee, Blitzlicht gibt es hier glaube ich nicht. Ja, das ist alles so ein bisschen verdeckt, also passt noch nicht so hundertprozentig. So, dann hier solche Sachen, na, bin ich kein Freund, deswegen weg damit, aber sie funktionieren. Hier unterschiedliche Plastiksorten, schwarz oder halt schön lackiert. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter, dann kommen dann halt die Lampen hinzu, die wir hier anpassen können. Und hier noch so eine Leiste oder wir gehen ganz nach unten mit Schmutzfänger. So muss es sein. Und was ihr gesehen habt, hier noch eine Stahlleiste hier an der Seite. Ach, das kommen wir noch dazu.
noch so eine hier Abstandssachen. So hier, das fand ich ganz gut. Weiß, hier an der Seite noch was. Und wir haben vergessen, noch einen Endtop ran zu bauen. Hier einen. Ein bisschen höher. Aber kommt nichts raus. Schade. So, bei den Spiegeln gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Mit solcher einer Antenne macht natürlich eigentlich nicht so viel Sinn, weil wir hier schon eine haben. Aber wer es mag, hat vielleicht doppelt so viel Empfang. Dann lackiert mit dem Scania-Zeichen drauf und hier Doppelscheinwerfer, Spiegel hier auch mit Antenne. Also es variiert halt immer so, ja, die ganze Zeit. Auf der anderen Seite gibt es das leider nicht. Sieht ganz gut aus. Auch wieder SESL-Wert unterstützt vom Steam Workshop. Und hier können wir noch mal ein bisschen custom. Und wenn wir die Farbe nutzen können, nehmen wir das hier. Solche Sachen sind eher nichts für mich. Hier kommen Michelin-Männchen noch hinsetzen. Noch eine Klimaanlage. Und was gibt es noch alles? Das ist wahrscheinlich das Innenlicht, wenn wir im Dunkeln fahren, dann sieht man sowieso. Dann haben wir hier noch eine große Tute. Die Innenfarbe passt hier natürlich von hier, nimmt er das. Also als Maß. So, was haben wir hier denn alles? Das haben wir, ja. Mal hier noch irgendwelche Lampen hier ran machen, wenn wir möchten. So, im Großteil haben wir jetzt außen alles gemacht. Noch nicht alles, weil es gibt ja auch noch hier hinten so eine Lichtleiste. Jetzt müssen wir selber noch mal schauen, wo das denn war. Ach so, das ist auch noch so ein Teil. Für die Spiegel, für die Scheiben. Hier noch mal schön mit Scania und hier ein Schriftzug Scania. Das ist schon ganz okay. Aber ich finde jetzt das letzte hier nicht. Bei dem war es nicht. Ja, ich will mich auch nicht 100 Stunden hier aufhalten. Ach so, glaube, das war's. Nee, das war's auch nicht. Na ja, gut. Ja, es gibt aber irgendwas, dass hier hinten auch noch ein bisschen Lampen sind und hier oben. Ach, hier ist es doch. Hier. Ja, hier mit einer Lichtleiste. Oder komplett. Mehr geht nicht. So, und dann hier so ein Navigationssystem. Wir gucken mal, ob Edeltraud drin ist. Sie ist natürlich auch dabei. Und noch ein bisschen customizen. Kann man alles hier machen, wie man es möchte, ne? Also, man hat die Möglichkeit. Hier noch ein Wecker. Und da haben wir das. Hier alles, was wir hier haben, reingequetscht. Ja, nochmal Red Bull. Läuft ja. Hier noch so eine Dashcam, ne? Sieht, nee, ist doch keine Dashcam, aber ist ja jetzt bald erlaubt, eine Dashcam. Hier so, da ist schon alles fertig. So, dann haben wir schon einen teuren LKW. Ha, könnte man eine Oldtimer-Tour machen. Und dann gehen wir mal raus und hören uns mal den LKW ganz schnell an. Weil Zeitverzug und Abfahrtsplan. Wir müssen mal ein bisschen hinne machen. Und LKW, lade. Da steht er. Hoho, dieses Wunn, das hat mir gefallen. Blinker funktionieren auch. Ah, das Lichtsystem gefällt mir nicht. Hoi, der hört sich an, als wenn der ganz schön viel Power hätte. Wie gesagt, habe hier kein Lenkrad angeschlossen. Und ihr könnt gerne abstimmen. Ach, das gefällt mir. Ist zwar ganz schön übertrieben, aber okay. Gut, ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle hier einfach mal Fisch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes Vorstellungsvideo von diesem LKW. Ich mache einen Fisch. Haut rein. Bye, bye.